Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. In diesem Video wollen wir uns anknüpfend an das letzte Video weiter mit Laufzeiten beschäftigen und der Überlegung, wie wir eigentlich ein Wörterbuch zum Beispiel eben effizienter hinbekommen können. Und eine Idee, die ich beim letzten Mal schon ganz kurz angesprochen hatte, war die, dass wir nun mit einem sortierten Array arbeiten für unser Wörterbuch, unsere Daten also in sortierter Reihenfolge ablegen, so wie wir das von einem konventionellen Wörterbuch her kennen. Wenn wir ein solches Wörterbuch hier vorliegen haben, hier sehen wir es in sortierter Reihenfolge jetzt, die Einträge nach deutschem Schlüssel halt sortiert, Bär, Hase, Hirsch, Kröte und so weiter, alphabetisch sortiert, so wie man das eben von einem normalen Wörterbuch kennt. Und natürlich würden wir, wenn wir als Menschen in einem Wörterbuch blättern, wenn wir jetzt zum Beispiel die Übersetzung für Wahl suchen würden, würden wir natürlich nicht das Wörterbuch auf der ersten Seite aufschlagen und dann erstmal alle Wörter von vorne nach hinten durchgucken, sondern wir würden das Wörterbuch gleich hinten aufschlagen, relativ weit hinten, wo wir halt wissen, naja, Wahl W ist ein Buchstabe, der weit hinten im Alphabet steht, da könnten wir vielleicht mal weiter hinten gucken. So ein ähnliches Verfahren wenden wir hier auch an, nicht ganz so schlau, wie wir das machen, aber zumindest schon mal ein bisschen schlauer, indem wir eine sogenannte Binärsuche verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt eben ein Wort suchen hier drin, so nehmen wir an, wir wollen also die englische Übersetzung des Wortes Hirsch finden, dann können wir das in diesem Fall so machen, dass wir kurzerhand einfach mal in die Mitte des Wörterbuchs hineingucken und gucken nach, was steht denn da für ein Eintrag. Wir ermitteln also einfach das mittlere Element, das können wir einfach, weil wir ja wissen, wie viele Einträge unser Wörterbuch hat. This.data.length kennen wir ja. Den Wert können wir einfach halbieren und dann wissen wir, wo wir gucken müssen. Wenn die Division durch 2 nicht genau aufgeht, dann macht das nichts, dann runden wir einfach ab. Das heißt eben hier in diesem Fall, wir haben 7 Elemente geteilt durch 2, bedeutet eben, wäre 3, 3,5 abgerundet ist 3. Wir gucken also an der Stelle 3 in unserem Array nach und was finden wir da? Wir finden da das deutsche Wort Kröte. Das englische Wort interessiert uns im Moment noch gar nicht, sondern wir überlegen nur, steht der Hirsch denn vor der Kröte im Alphabet oder dahinter? Das heißt, wir können einfach einen Textvergleich machen. Hirsch, eine Zeichenkette, ist die größer oder kleiner als Kröte oder ist sie gleich Kröte? Wenn es gleich dem Eintrag ist, den wir da gerade betrachten, dann hätten wir das Wort schon gefunden, dann wären wir jetzt schon fertig. Das ist aber nicht der Fall. Hirsch steht im Alphabet vor Kröte, also technisch gesprochen, die Zeichenkette Hirsch ist kleiner als die Zeichenkette Kröte. Also suchen wir kurzerhand links davon weiter, weil wir wissen, rechts davon kann das Wort auf gar keinen Fall stehen, denn wir haben ja ein sortiertes Wörterbuch vorliegen. Rechts stehen nur Wörter, die weiter hinten im Alphabet stehen. Links stehen alle Wörter, die weiter vorne im Alphabet stehen. Also müssen wir im linken Teil weitergucken. Jetzt können wir diesen kleinen Teil, den wir da jetzt haben, diesen linken Teil, den können wir gewissermaßen wie ein neues Wörterbuch betrachten. Das ist natürlich nur ein Teilwörterbuch, wenn man so will, aber wir könnten uns das genauso gut vorstellen, als ob das einfach nur noch das Wörterbuch wäre, was aus den 3 Einträgen Bär, Hase und Hirsch besteht, weil wir wissen, im Rest kann es auf gar keinen Fall stehen. Wir können uns das also, wie gesagt, wie ein kleineres Wörterbuch vorstellen, auf dem wir im Grunde genau die gleiche Operation wieder durchführen. Wir suchen auch da wieder in der Mitte. Das heißt, der zweite Schritt, den wir machen, ist, wir haben jetzt ein Wörterbuch, das nur noch aus, also ein Teilwörterbuch, das nur aus 3 Elementen besteht. 3 geteilt durch 2 ergibt 1,5, abgerundet ergibt 1. Wir würden also jetzt an Position 1 weitersuchen. Das heißt, wir gucken jetzt an dieser Stelle nach und gucken wieder nach. Ist Hase die gesuchte Zeichenkette? Das ist nicht der Fall. Also wissen wir müssen weitersuchen. Jetzt müssen wir wieder überprüfen, ist Hirsch die Zeichenkette, die wir ja suchen, ist die im Alphabet vor Hase oder ist sie im Alphabet hinter Hase? Die Zeichenkette Hirsch ist hinter Hase, also größer als Hase im technischen Sinne gesprochen. Das heißt, wir müssen jetzt im Teilwörterbuch rechts von Hase nachgucken. Und dieses Teilwörterbuch, das besteht nur noch aus einem einzigen Element. Jetzt können wir wieder teilen, 1 geteilt durch 2 ergibt 0,5, abgerundet ergibt 0 und in diesem Teilwörterbuch, das wir da haben, das eben nur noch aus dem Eintrag Hirsch besteht, man kann auch sagen, wir haben ein Offset gewissermaßen, wir müssen also auf den bisherigen Anfang des Arrays jetzt also 0 addieren und wir wissen eben, dass an dieser Stelle jetzt wir als nächstes gucken müssen, wir finden da jetzt das Wort Hirsch, wir überprüfen wieder, ist das die gesuchte Zeichenkette, ist das, der gesuchte Schlüssel, den wir da gerade gefunden haben und das ist natürlich jetzt der Fall. Anders wäre ja auch doof, dann wäre das Wort nämlich gar nicht enthalten gewesen. Hätte natürlich auch sein können, dass wir ein Tier suchen, was gar nicht vorhanden wäre. Dann wüssten wir das aber jetzt auch, denn sobald unser Array, unser Teil-Array, das wir betrachten, unser Teilwörterbuch, das wir betrachten, nur noch aus einem einzelnen Element besteht, wissen wir definitiv, jetzt sind wir fertig. Entweder wir finden jetzt die gesuchte Zeichenkette oder wir finden sie nicht. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und dann geben wir entweder eben den Schlüssel zurück, das war der Job von Lookup, den diese Methode erledigen sollte, oder wir können kurzerhand sagen, false, das Wort ist nicht enthalten.
Machen wir uns das nochmal an einem etwas größeren Beispiel klar, was das bedeutet. Auch dieses Vorgehen mit diesen Teilwörterbüchern, was ich da gerade betrachtet habe. Nehmen wir mal an, wir hätten hier ein so großes Wörterbuch aus dieser Anzahl von Elementen. Jetzt, da sehen wir schon, das ist eine ganze Menge mehr. Das sind, glaube ich, 64 Elemente, die ich da hingemalt habe, wenn ich mich recht entsinne. Und wir suchen jetzt ein Wort, das an dieser Stelle später zu finden sein wird. Das wissen wir natürlich noch nicht. Wir wissen im Moment nur, wir suchen ein bestimmtes Wort, also einen bestimmten Schlüssel, der ist irgendwo in diesem Array drin. Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal an, es sei dieses Ding, was wir da eben suchen, das steht an der Stelle. Das wissen wir aber noch nicht. Unsere Lookup-Methode weiß das nicht. Das heißt, wir steigen in der Mitte unseres Arrays ein. Das ist also hier, diese Stelle. Wir müssen jetzt also vergleichen, ob der gesuchte Schlüssel vor dem Element, das wir hier gerade an dieser Position, die ich mit dem Pfeil 1 markiert habe, sich befindet, oder hinter diesem Element sich befindet. Dafür machen wir wieder diesen Zeichenkettenvergleich. Also wir gucken uns unseren Schlüssel an. Ist der Schlüssel größer? Also der gesuchte Schlüssel größer als der Schlüssel, den das Element an der Position 1 hat. Und nehmen wir mal an, das sei der Fall, dann wissen wir also, dass wir nur noch im rechten Teil unseres Wörterbuchs weitersuchen müssen. Und wir können uns das also, wie gerade schon gesagt, so vorstellen, als ob das der linke Teil gar nicht mehr uns interessiert und ein eigenes Wörterbuch wäre und der rechte Teil auch ein eigenes Teilwörterbuch wäre. Und auf dem machen wir jetzt genau das gleiche Verfahren wieder. Das ist ein sogenanntes rekursives Verfahren. Wir haben das Problem kleiner gemacht. Aber das Problem ist im Grunde genommen das gleiche geblieben. Das heißt, das Vorgehen, was wir hier jetzt anwenden, ist wieder exakt das gleiche. Das heißt, auch in diesem Array, in diesem Teilwörterbuch, gucken wir wieder genau in der Mitte nach. Das ist jetzt die Position, die ich hier mit 2 markiert habe. Und wir vergleichen wieder, ist der Schlüssel, den wir suchen, größer oder kleiner oder gleich dem Element, das wir an dieser Stelle 2 finden. Wenn es gleich wäre, wären wir jetzt schon fertig. Wenn es größer wäre, müssten wir rechts weitersuchen. Wenn es aber kleiner wäre, müssten wir links weitersuchen. Und das rechte Wörterbuch, der rechte Teil des Wörterbuchs, interessiert uns wieder nicht mehr. Jetzt haben wir unser Wörterbuch wieder in der Größe halbiert, also unser Teilwörterbuch, das wir noch zu betrachten haben. Und wieder machen wir exakt das gleiche Vorgehen, rekursiv, wie gesagt. Wir nehmen also wieder das mittlere Element an dieser Stelle und vergleichen wieder unser gesuchter Schlüssel. Ist der gleich dem Schlüssel, den wir an dieser Position 3 finden? Das ist nicht der Fall. Ist er kleiner? Das ist auch nicht der Fall. Also können wir den linken Teil vergessen. Er ist größer und deshalb betrachten wir also nur noch dieses kleine Teil-Array. Das heißt, nach 3 Schritten sehen wir schon, habe ich von meinen 64 Elementen nur noch 8 mögliche Positionen übrig, an denen sich das gesuchte Element befinden kann, wenn es denn überhaupt im Wörterbuch enthalten ist. Wenn es nicht enthalten wäre, wüssten wir das aber anschließend auch. Für dieses Teil-Array machen wir wieder genau das Gleiche. Also für unser Teilwörterbuch. Wir gehen wieder in die Mitte hinein. Position 4 und wir vergleichen wieder. Ist das Element, das wir suchen, gleich diesem Element? Das ist nicht der Fall. Dann gucken wir nach, ist es kleiner? Das ist auch nicht der Fall. Also interessiert uns der linke Teil wieder nicht, sondern es ist größer und das heißt, wir suchen im rechten Teil weiter. Und für dieses kleine Wörterbuch, das jetzt nur noch aus 3 Einträgen besteht, machen wir wieder dasselbe Spiel. Wir steigen in der Mitte ein, wir überprüfen wieder. An Position 5 ist das der gesuchte Schlüssel, den wir da finden. Wenn das der Fall wäre, wären wir jetzt fertig. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir wieder gucken, ist das Element kleiner? Ja, das ist der Fall. Also suchen wir nur noch in diesem kleinen Wörterbuch weiter, das nur noch aus einem einzigen Element besteht. Das heißt, unsere sechste Abfrage sorgt jetzt dafür, dass wir nachgucken, ob an dieser Position der gesuchte Schlüssel sich befindet. Und oh Wunder, da ist er. Wenn er da nicht wäre, wüssten wir jetzt eben, dass das Wort nicht enthalten ist, weil unser Array ja nur noch, unser Teilwörterbuch ja nur noch ein einziges Element enthält. Dann wären wir auch fertig. In diesem Fall haben wir aber Erfolg gehabt, wir haben das richtige Element gefunden und damit können wir jetzt die Übersetzung zurückgeben. Das bedeutet, wir haben also jetzt statt 64 Schritte, die wir bei unserem vorherigen Verfahren gebraucht hätten, wenn wir von vorne bis hinten durchgelaufen wären. Konkret wären es hier nur 48 oder sowas gewesen, weil das Element sich an 48. Stelle befindet. Da wären wir nach 48 Schritten am Ziel gewesen. Hier sind wir schon nach 6 Schritten am Ziel gewesen. Und, das ist das Schöne daran, das funktioniert immer in 6 Schritten. Egal, ob das Element, das wir suchen, ganz vorne ist, ganz hinten ist, irgendwo mittendrin ist oder ob es gar nicht vorhanden ist. In jedem Fall sind wir hier nach maximal 6 Schritten fertig, weil wir unser Wörterbuch in jedem Schritt halbiert haben. Das heißt, in jedem Schritt wird ja die Menge der noch zu durchsuchenden Elemente halbiert. Bedeutet also, bei den 64 Elementen, haben wir gerade gesehen, sind wir nach 6 Schritten am Ziel. Bei 1024 Elementen kann man sich jetzt relativ einfach überlegen, wären wir nach 10 Schritten am Ziel. Nach einem Schritt bleiben noch 512 übrig, dann 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Fertig. Wenn wir 1 Million Elemente haben,
Ich habe ja bewusst diese krummen Zahlen gewählt, weil das gerade Zweierpotenzen sind, da geht das so schön auf. Ansonsten ist das immer nur ungefähr, aber dann auch dann würde die Aussage immer noch stimmen, wenn wir also 1 Million Elemente hätten, wenn wir nach spätestens 20 Schritten am Ziel. Das kann man sich jetzt auch wieder überlegen, indem man eben diesen Wert, den ich da hingeschrieben habe, oder auch den Wert 1 Million, so lange durch 2 teilt, bis man irgendwann bei 1 angekommen ist. Andersherum kann man das eben auch so formulieren, dass man eben mit maximal s Schritten auskommt, s, die Anzahl der Schritte habe ich das jetzt mal genannt, dass wir mit s Schritten auskommen, wenn wir 2 hoch s Elemente durchsuchen wollen. Also mit 10 Schritten ist garantiert, dass wir damit 1024 Elemente durchsuchen können. Mit 20 Schritten ist garantiert, dass wir damit 1.048.576 Elemente durchsuchen können. 1 Million natürlich auch, das ist ja ein bisschen weniger sogar. Aber auch dann sind wir nach spätestens 20 Schritten am Ziel. Da muss man dann immer gucken, da geht diese Division nicht immer glatt auf, aber das macht an der Stelle nichts. Das bedeutet also, wir haben hier eine Zweierpotenz jeweils, von der die Rede ist. 2 hoch s Elemente, die wir durchsuchen können, mit s Schritten. Und das ist natürlich gewaltig. Bei 1 Million Elementen hätten wir bislang 1 Million Schritte gebraucht, um zu suchen. Wenn bei unserer vorherigen Implementierung. Jetzt kommen wir aber mit 20 Schritten aus. Und das ist natürlich nicht nur eine marginale Verbesserung, sondern eine qualitative Verbesserung. Und das erklärt auch, warum wir uns so diese kleinen Ungenauigkeiten beim letzten Mal erlauben konnten bei unserer Laufzeitanalyse, wo wir gesagt haben, ob das jetzt wirklich genau eine Zeiteinheit ist oder ob da noch 1 oder 2 oder 3 dazukommen, das macht alles gar nichts. Der Unterschied ist hier, wir haben es auf einmal mit 20 statt mit 1 Million Schritten zu tun. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Der ist nicht mal eben so abgetan mit, ach, das ist ja nur ein kleiner Unterschied. Und wir sehen hier jetzt, dass wir eben kein lineares Wachstum mehr an dieser Stelle haben. Das heißt, wenn wir die Anzahl der Elemente verdoppeln, hatten wir beim linearen Wachstum doppelt so viele Schritte, die wir benötigen im Worst Case. Hier haben wir in jedem Fall übrigens, im Best Case wie im Worst Case, wie auch im Average Case damit, in allen Fällen haben wir hiermit immer eine sogenannte logarithmische Laufzeit, nämlich wenn wir die Anzahl der Elemente verdoppeln, dann kommt nur ein einziger Schritt mehr dazu. Wenn wir statt 1024 Elemente 2048 Elemente haben, ist es nur ein einziger Schritt mehr, den wir benötigen und wir sind trotzdem schnell am Ziel. Das heißt also anders formuliert, logarithmisches Wachstum, das wir hier haben, wir kennen gerade exponentielles Wachstum, ist gerade groß im Gespräch, ne? Coronavirus und so weiter. Aber hier haben wir genau das Gegenteil davon. Wir haben nämlich ein logarithmisches Wachstum. Das heißt also ein relativ langsames Wachstum, was diese Funktion an den Tag legt, die Funktion der Laufzeiten, die wir hier haben. Das heißt also für ein Array, das aus n Elementen besteht, brauchen wir Logarithmus n viele Schritte. Logarithmus hier gemeint als Logarithmus zur Basis 2. Man kennt vielleicht den 10er-Logarithmus oder den natürlichen Logarithmus aus der Schule noch. Hier haben wir den 2er-Logarithmus. Ich schreibe ihn hier kurzerhand immer als log n hin. Gemeint ist, wie gesagt, immer der 2er-Logarithmus. Auch da kommt es letztlich nur auf einen kleinen linearen Faktor an, wenn man das umrechnen wollte. Das soll uns an dieser Stelle nicht interessieren. Also immer der 2er-Logarithmus ist hier gemeint. Die Laufzeit für die Suche in unserem Array beträgt also bei einem sortierten Array nur noch Logarithmus n. Ja, könnte man sich denken, jetzt ist doch alles wunderbar. Denn unsere Laufzeit für das Wörterbuch wurde ja für sämtliche Operationen, die wir hatten, für das Einfügen, für das Suchen und für das Entfernen, wurde im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass wir die Elemente erstmal finden mussten. Das war das zentrale Problem. Das Problem haben wir jetzt gerade gelöst. Also gelöst hatten wir es vorher auch schon, aber das haben wir jetzt schneller gelöst. Wir brauchen nicht mehr linear viele Schritte, wir brauchen nur noch logarithmisch viele Schritte. Ist jetzt damit alles gut? Leider nein. Denn was für ein Problem haben wir denn beim Einfügen? Wenn wir nämlich ein Element einfügen wollen, was müssen wir dann tun? Wir müssen das Element erstmal finden, ob es schon vorhanden ist. Wenn es vorhanden ist schon im Wörterbuch, sind wir fertig. Dann ist alles wunderbar. Dann sind wir in logarithmischer Laufzeit durch. Dafür brauchen wir ja nur das Lookup zu machen. Wenn wir aber jetzt die Position gefunden haben, nehmen wir an, wir haben das Beispiel von eben, an 48. Stelle müsste das Element gestanden haben, wenn es denn enthalten wäre. Da ist es aber nicht. Das heißt, wir wissen, das Element ist noch nicht vorhanden im Wörterbuch. Also könnten wir es jetzt an diese Stelle einfügen. Wir wissen jetzt ja, das ist die richtige Position, wo wir hin müssen. Da muss das Element hin. Wir können es ja nicht hinten anhängen einfach, denn dann würde unsere alphabetische Sortierung verloren gehen. Also müssen wir es an diese 48. Stelle einfügen. Dann müssen wir aber hergehen und müssen im Array an der Stelle Platz schaffen. Das heißt, wir müssen alle Elemente, die rechts davon sind, um eine Position nach rechts verschieben. Und das kann jetzt eben wieder dauern. Das braucht nämlich wieder linearen Aufwand, und zwar linear in Abhängigkeit von der Position wieder, an der wir uns befinden. Und zwar genau umgekehrt wie vorher. Vorher haben wir ja einfach
linear von vorne nach hinten durchsucht. Und jetzt müssen wir gewissermaßen linear von hinten gucken, wenn man so will. Wenn wir ganz hinten anfügen, sind wir ganz schnell fertig. Wenn wir aber da ganz vorne zum Beispiel an die 10. Position von unserer 1 Million Elemente, dann würden wir ja an diese Position Nummer 10 jetzt das neue Element einfügen wollen. Wir müssen also Platz schaffen. Und das heißt, wir müssen alle Elemente ab Position 11 um einen nach rechts verschieben. Und zwar alle bis zum allerletzten Element. Und wenn wir 1 Million Elemente haben, dann sind das eben 1 Million minus 10 Elemente, also 999.990 Elemente, die wir um eine Position nach rechts verschieben müssen. Und das geht nicht schnell. Da brauchen wir leider wieder linearen Aufwand für. Es gibt keine Methode, mit der wir mal eben mitten in ein Array irgendwo ein neues Element einfügen könnten. Also hier ist unser Worst Case jetzt genau umgekehrt, wie das vorher bei dem Verfahren der Fall war. Der Worst Case ist jetzt nicht mehr, wenn das Wort ganz hinten eingefügt werden muss, sondern der Worst Case ist jetzt, wenn das Wort ganz vorne eingefügt werden muss. Aber den Worst Case gibt es nach wie vor und der Average Case ist eben auch genau der gleiche geblieben. Im Durchschnitt würden wir wieder in der Mitte landen. Das heißt, im Durchschnitt haben wir auch wieder lineare Laufzeit. Das heißt, wir haben also im Grunde genommen an der Stelle gar nicht so viel gewonnen. Das Gleiche gilt, wie gesagt, auch für das Entfernen eines Elements. Auch da muss man mal einen Moment drüber nachdenken, aber auch da haben wir letztlich lineare Laufzeit. Das möchte ich an dieser Stelle aber jetzt gar nicht weiter vertiefen. Wir haben also jetzt gesehen, wie wir das Suchen in unserem Wörterbuch schneller hinbekommen, effizienter hinbekommen, als das vorher der Fall war, als wir das Wörterbuch unsortiert hatten. Aber der Aufwand für das Einfügen und für das Entfernen ist gleich geblieben oder vielleicht sogar ein kleines bisschen gestiegen. Das muss man mal genau überlegen. Aber asymptotisch, also in dieser groben Betrachtung, die wir hier immer machen, ist sie gleich geblieben, in der gleichen Größenordnung geblieben. Es ist nach wie vor eine lineare Laufzeit, die wir hier haben. In n, also in der Anzahl der Einträge, die unser Wörterbuch haben, linear. War das jetzt alles vergebene Liebesmüh also? Nein, tatsächlich nicht, denn wenn wir beispielsweise ein Wörterbuch haben, von dem wir wissen, dass wir nur ganz selten Elemente einfügen müssen, aber ganz häufig im Wörterbuch nachschlagen müssen, was typischerweise bei einem Wörterbuch vielleicht der Fall ist oder auch bei einem Produktkatalog. Wie oft wird in einem Produktkatalog nach einem Produkt gesucht und wie oft kommen neue Produkte in unseren Katalog hinein? Und dann kann es sehr wohl sein, dass man sagt, nee, das reicht mir eigentlich, weil 90% meiner Aufrufe, meiner Methodenaufrufe, die ich habe, sind sowieso Nachschlageaufrufe. Und dann gewinne ich eben mit diesem Verfahren, wie wir es gerade angewandt haben, eben auch eine Menge. Und dann ist es vielleicht egal, wenn das Einfügen von neuen Elementen, also das Bereitstellen neuer Produkte, ein bisschen aufwendiger ist. Dann dauert das halt ein bisschen länger. Aber das macht man dann vielleicht eben nur alle Nase lang mal oder lässt das am Wochenende laufen in Ruhe, wenn sowieso niemand einkaufen kann am Sonntag oder irgend sowas halt in der Art. Da gibt es also durchaus Szenarien, in denen uns dieses Verfahren schon hilft. Die Frage, die wir uns aber weiterstellen wollen jetzt oder die ich im nächsten Video stellen möchte, ist allerdings jetzt eben, ob wir das trotzdem noch besser hinbekommen, ob wir nicht vielleicht auch das Einfügen und das Entfernen schneller hinbekommen, also effizienter hinbekommen, als wir das bislang getan haben. Und damit werden wir uns im nächsten Video beschäftigen. Für den Augenblick war es das. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.